Hallo, ich bin der Valentin Alferi aus Österreich. Ich bin in Wien geboren und lebe in Klagenfurt und ich bin Choreograf und Tänzer. Ich komme aus dem Bereich Breaking und Popping und habe relativ früh irgendwie Zugang zum Theater gefunden über eine sehr revolutionäre Gruppe namens Das Kunst in Wien mit Asle Kischlal. Meine Company heißt Hungry Sharks. Zusammen mit Dusana Baltic co-leite ich die Company, die uns gibt seit 13 Jahren. Müller und Riem sind definitiv, die konkurrieren irgendwie drum. Ich glaube, ich habe am Anfang sehr viel Zugang zum Text gefunden. Und die Musik, da muss man echt erst so ein bisschen einen Taste dafür entwickeln und ein Gehör dafür auch entwickeln, glaube ich. Und das ist irgendwie so in der Vorbereitung, die bis jetzt gegangen ist und noch in die Anfangsphase hineingeht. Es ist beides wirklich cool und da muss man sich so ein bisschen durchkämpfen, dass man irgendwie die Schönheit erkennt, aber wenn man, oder mir ist es so gegangen, und wenn man das mal irgendwie hat, dann ist das echt ein Werk, das man wirklich wieder und wieder hören kann und das vor allem auch Lust auf mehr aus der Ecke macht. Also ich bin jetzt schon irgendwie so bei dem Punkt, dass ich mir Sachen von Wolfgang Riem anhöre, die nicht Hamlet-Maschine sind, und Texte von Heiner Müller durchlese, die nichts mit der Hamlet-Maschine zu tun haben. Einfach weil ich, ja, wie man in Österreich sagt, einen Narren gefressen habe an den Ästhetiken. Ja. Also, ich bin ja schon einige Zeit irgendwie dabei, ich würde sagen, im zeitgenössischen Bühnenkontext zu arbeiten, und da fließt auch Material von meinem Background ein, und das passiert auch hier. Ist auch ganz spannend, mit dieser Musik eine Verschränkung zu finden, aber über die Zeit haben sich sehr viele Methoden und hat sich in meiner Praxis das irgendwie so entwickelt, dass es relativ detached ist von einer bestimmten Bewegungsästhetik oder einer Bewegungssprache. Was ich gerne einbauen möchte, sind Hand-Sign-Choreographies. Das ist so eine Methode, die ich in den letzten Jahren entwickelt habe, wo aus Text über eine bestimmte Ästhetik Handchoreografien gemacht werden, die dann zum Beispiel eben so ausschauen. Ja. Ja, und das sind sozusagen Grundlagen für, das werden Grundlagen für Improvisationen. Ich glaube, das Besondere ist erstmal die Idee dafür, weil so wie ich Oper kennengelernt habe bis jetzt, das ist meine Erfahrung, ist das Tanz sehr, sehr oft eine Art Dekoration für eine Handlung und für Musik darstellt. Und dadurch, dass diese Position und diese Doppelleitung geschaffen wurde, ist da irgendwie gleich von einer Intendanz selbst die Idee, das mal zu brechen und diese Hierarchie auszugleichen. Und bis jetzt in der Vorbereitung war die Zusammenarbeit mit Florentine fantastisch. Ich bin ja nicht so bewandert, was Opernregie betrifft. Ich komme halt wirklich aus dem zeitgenössischen Bühnenkontext. Aber Florentine ist halt auch echt wirklich gut und erfahren und schafft es halt auch, mich wirklich mitzunehmen und schafft es, dass das irgendwie eine Zusammenarbeit tatsächlich auf Augenhöhe ist. Und das ist für mich halt noch mehr Motivation, das auch wirklich auf die Bühne zu übertragen. Also es war gar nicht schwer, mit Florentine und mit dem Team, also das muss man auch dazu sagen, ja, das Team um Dramaturgie und Bühnenbild, Kostüm, Video, wir haben uns halt hauptsächlich über Zoom getroffen,
Das war so ein bisschen eine Erinnerung an die gute Corona-Zeiten irgendwie so. Und jetzt trudeln langsam hier alle ein. Aber wir haben irgendwie sofort geklickt und das ist halt so, wie man sich es irgendwie nur wünschen kann. Man weiß manchmal nicht, wenn man in Prozesse einsteigt, in künstlerische, mit wem hat man es zu tun, wie sind die drauf und so. Und eines dieser Ebenen, die es irgendwie geben soll in dem Stück, ist Zeitlichkeit. Und zwar, was ist vorwärtsgewandt, was ist rückwärtsgewandt und was kann auch wirklich rückwärts gezeigt werden und was wird in normaler Zeitlichkeit gezeigt. Genau. Und das wird sich relativ stark durch die Akte ziehen. Tanz Kassel als Company ist halt echt irgendwie sehr gut ausgesucht und zusammengeführt und die sind halt auch wirklich cool und ich würde sagen, in dieser ersten Woche habe ich halt Dinge mitgebracht, mit denen wir irgendwie gearbeitet haben und die haben sich halt total darauf einlassen, die haben sich richtig auf das gestürzt, was ich irgendwie mitgebracht habe und haben irgendwie improvisiert und entwickelt und sind da einfach auch sehr gut drin aufgegangen und wenn die erste Woche schon so gut ist, wie gesagt, ich sitze jetzt hier und freue mich auf die nächsten 8 Wochen bis zur Premiere.